Wie ist das eigentlich, wenn man ständig als Herrgott angesprochen wird? Ach, die Frage ist so. Trotzdem will ich es wissen. Herrgott. Nein. Also, mein erster Ehrgeiz war, als ich in Prager Telefonbuch gesucht habe, ob es noch einen Gott gibt. Gab es nicht. Ich war so stolz. Da gab es Gottlieb, Gotthilf, Gottwald und alle möglichen, nur nicht Gott. Ich war so stolz. Aber dann habe ich mir gedacht, aber eigentlich gibt es vielleicht Gott, die kein Telefon haben. Also das war nicht der richtige Weg, stolz zu sein. Ja. Aber wenn ich Grüß Gott höre in Bayern oder in Wien, ist das angenehm. Ne? Die letzte Bastion männlicher Unabhängigkeit im deutschen Showbusiness fällt. Karel Gott wird heiraten. Ja. Ehrlich? Ja. Stand in der Zeitung und was in der Zeitung steht, stimmt. Genau. Woher haben Sie diese Information? Marika heißt sie. Marika, aber ja, nicht, das stimmt. Aber nicht Röck. Marika ist meine Freundin. Wir leben zusammen seit 2 Jahren. Wir mögen uns, wir verstehen uns, weil es geht nicht nur um die Liebe in dem Verhältnis. Man muss auch sich verstehen, man muss auch gemeinsame Interessen haben. Wenn ich zum Beispiel Balladen höre, gerne zu Hause, klassische Musik, dürfte sie nicht so knallen, die hohen Dezibeln von Techno oder Heavy Metal. Wenn ich ins Kino gehe oder möchte ins Theater gehen, soll sie nicht jeden Tag in die Diskothek gehen. Aber das Problem ist Schwiegervater. Ne? Der will nicht. Wie jeder Schwiegervater immer fragt, hat mein zukünftiger Schwiegervater auch gefragt, sag mal, kannst du sie die ernähren? Familie ernähren? Ja. Ja? Und natürlich, da habe ich mir gedacht, Junge. Deswegen gehen Sie auf Tournee. Ne, da habe ich mir gedacht, Junge, ja, ja. Habe ich mir selber gesagt, Junge, du musst einen vernünftigen Handwerker, einen Beruf erlernen. Ja? Hast du doch. Elektriker. Ja, die nehmen mich nicht mehr. Wir haben ganz andere Technologie heute da. Marika ist 25, glaube ich. Ist das richtig? 25. Und damit ein bisschen jünger als eine der beiden Töchter. Wie gehen die damit um? Also, wir haben keine Probleme. Wir leben in einer sehr guten Kommune, kann man sagen. Wohngemeinschaft. Ja, Kommune, Gemeinde, ja. Und also von außen gesehen würde ich auch sagen, das stimmt etwas nicht. Ja. Von jetzt außen, hat er sich aber die ganze Zeit... Ja, aber von innen, ich muss sagen... Jetzt hat er sich die ganze Zeit rumgewurschtelt. Wann ist denn nur Hochzeit? Ich finde jetzt im Moment nicht richtigen Grund, der Freiheit auf Wiedersehen sagen oder auf Wiedersehen, das wäre für immer, ne? Nicht auf Wiedersehen. Wieso auf Wiedersehen? Dann denkt man schon auf Trennung, ne? Wenn man auf Wiedersehen sagt. Ja, man redet also, in diesem Fall von der zukünftigen Ex-Ehefrau. Du hast Erfahrung?